Russland hat heute Nacht im UN-Sicherheitsrat eine Resolution für einen Waffenstillstand für Ost-Ghuta verhindert. Der Vertreter Russlands hat die Bilder, die wir aus Ost-Ghuta erleben, die grausamen Geschehnisse als Massenpsychose globaler Medien gewertet. Diese zynische Haltung auf diplomatischem Parkett und auf den Schlachtfeldern Syriens befleckt Russland mit Blut. Wir können Russland und den Präsidenten Putin nur auffordern, in New York für eine Friedenslösung für Syrien einzutreten, ganz konkret einen Waffenstillstand für Syrien, für Ost-Ghuta vereinbaren, damit humanitäre Hilfe möglich ist und seine Unterstützung für das Regime Assads in Syrien einzustellen.